Herzlich willkommen beim Nettes Morgensblogger der Welt. Heute geht es um Julia Putix, keine Pornodarstellerin, wie der Name vielleicht auch vermuten lässt, sondern eine YouTuberin mit fast 2 Millionen Abonnenten, die zumeist sehr kindischen und trashigen Content hochgeladen hat in der Vergangenheit, also eher für eine Zielgruppe zwischen 8 und 16 geeignet, die jetzt auch Musik macht und auch auf Instagram schon sehr erfolgreich ist mit über 2,4 Millionen Followern. Und dort macht sie jetzt auch Werbung für ein Diätpräparat, was in der letzten Zeit schon häufiger in der Kritik stand. Shape World, ein Diätpräparat, was Diätpillen und auch Pulver vertreibt und für komische Diäten wirbt, die nicht so gesund sind. Und das finde ich dann schon ziemlich krass, wenn man dann überlegt, dass sie zwischen 8- und 16-jährige Kids in ihrem Zuschauerkreis hat und viele verunsichert sind in diesem Alter und die dann vielleicht auf die Idee kommen könnten, so eine Diät vielleicht mal auszuprobieren, wo es vielleicht auch wirklich Probleme geben könnte. Aber seht erst mal selbst, was sie in ihrer Instagram-Story so erzählt hat. Der Ausschnitt ist aus dem Video von Persia X, die hat da auch ein Video zu gemacht, schaut da auch gerne nochmal vorbei. Der Link ist unten in der Infobox für euch verlinkt, aber schaut erstmal rein, was Julia so zu sagen hat. Ahnung, es hat ja eigentlich echt einen ziemlich, ziemlich guten Ruf, dieses Shape World, mit allen Nährstoffen, die man braucht, bla bla bla, und sehr gesund sein soll. Das ist Zettes Caption, Hunger aus und Smooth Activator. Falls ihr jetzt übrigens Lust bekommen habt, Shape World auszuprobieren, dann habe ich jetzt noch einen richtig coolen Rabattcode für euch. Und zwar kriegt ihr ab jetzt 10% auf das gesamte Sortiment bei Shape World mit diesem Code hier. Wenn ich keine Zeit mehr habe zu kochen, nehme ich den Shape Babe Shake mit. Das ist auch so ein super praktischer Behälter. Da könnt ihr unten auch noch euer Pulver reintun, falls ihr den frisch mixen wollt, falls ihr es generell halt mitnehmen wollt. Und den kann ich euch mal auch verlinken. Da könnt ihr jetzt auch umswipen. Das ist super, super praktisch. Ein Shake ist jetzt in der Geschmacksrichtung Vanille. Es gibt aber auch noch 4 andere Geschmacksrichtungen und auch noch 2 vegane Shakes. Und falls ihr jetzt bestellen wollt, dann nehmt auf jeden Fall den Code Julia10. Damit kriegt ihr 10% aufs gesamte Sortiment bei Shape World. Deswegen swipet mal nach oben. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, was ist Shape World denn schon wieder? Und im Prinzip ist es nur ein Unternehmen, was Diätprodukte bewirbt und auch verkauft. Und zwar auch den Babe Shaker Pro. Ein einfacher Shaker, den es teilweise bei Konkurrenzfirmen umsonst gibt zu jeder Bestellung, kostet dort alleine schon 15 Euro. Allerdings ist er bei dem 100-Euro-Paket, was auch gerade runtergesetzt ist von 123 Euro, dabei. Also es gibt da diesen Shaker für 50 Cent gratis dazu. Da muss man doch zuschlagen. Und es gibt unter anderem Shape Babe und auch die Diätpillen. Und was dort so drin ist, werde ich euch auch noch zeigen. Schauen wir uns jetzt einfach mal die Inhaltsstoffe von Shape World genauer an, und zwar von Shape Babe, dem Proteinpulver der Seite. Eine Dose mit 1200 Gramm Nettofüllmenge, die für 60 Mahlzeiten reichen soll, kosten 49,99 und man bekommt einfach nur ein überteuertes Produkt am Ende, ein teures Proteinpulver, denn es sind nur 48 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Pulver enthalten. Und das ist schon sehr wenig. Normal sind zwischen 80 bis 85 Gramm bei einem Proteinpulver. Vielleicht noch 75 ist auch noch akzeptabel, aber 48 Gramm ist wirklich sehr, sehr gering. Und die paar Mineralien und Vitamine, die auch noch zugesetzt sind, sind zwar ganz schön, aber am Ende nicht ausreichend. Also kauft euch lieber ein Proteinpulver, wenn ihr sowas trinken wollt, plus eine Fruit-Base-Packung, und dann seid ihr am Ende wesentlich günstiger dabei und habt das Gleiche im Prinzip, sogar mit besseren Werten. Und das finde ich dann schon ziemlich krass, wenn man sowas als perfektes Produkt verkauft. Ich kann Julia Putix überhaupt nicht verstehen. Anscheinend sind ihre Follower und Abonnenten absolut egal. Ansonsten würde sie so ein Blödsinn nicht bewerben. Sie sieht anscheinend momentan nur das Geld, und das finde ich schwer verwerflich. Alleine Zettes Caption ist ein Diätpräparat, was den Sättigungseffekt herstellen soll und den Heißhunger bekämpft. Diätpillen für Minderjährige, also meist 8- bis 16-Jährige gucken sie auf YouTube und folgen ihr dann auch auf Instagram und sehen ein bildhübsches Mädel, was schlank ist, was für Diätpillen Werbung macht, beziehungsweise für Diäten wirbt. Und dann kaufen die das über ihren Code und sie verdient da ordentlich mit. Und ich muss dann wirklich sagen, ich kann sowas nicht nachvollziehen und finde das absolut verwerflich. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich finde das vollkommen legitim, auch Nahrungsergänzungsmittel vielleicht mal zu bewerben, weil man sollte doch solche Diätpillen oder allgemein Produkte auch mal sich genauer angucken und sich vielleicht selber auch fragen, wer guckt einen eigentlich so? Und wenn das zumeist Minderjährige sind, sollte man vielleicht eher drüber nachdenken, was man so bewirbt, und vielleicht sich selbst auch mal hinterfragen und das Geld lieber ablehnen. Das ist
zumindest meine Meinung. Und man sollte vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken, was das für eine Message hat, wenn man als schlanke, junge Frau dann an junge Zielgruppe so eine Unsicherheit verkauft. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Bitte bleibt sachlich und schreibt gerne alles unten rein. Ansonsten lasst gerne noch ein Abo und ein Like da. Würde mich sehr drüber freuen und das würde mich auch sehr motivieren. Ansonsten sehen wir uns heute Abend noch beim Stream. Schaut aber auf das Datum von dem Upload hier. Sonst seht ihr das vielleicht dann erst später und denkt, wo ist denn jetzt der Stream? Also achtet drauf, heute am Sonntag am 20.10. findet also noch ein Stream statt für die Leute, die Lust haben. Bis bald und ciao, ciao.